Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Los Forestos. Ich bin's, euer Max Deus, und wir haben vor, wieder weiterhin Holz und Stöcke zu sammeln, die ich jetzt vergessen habe, da wieder einzusortieren. Machen wir eben ganz schnell, ganz kurz. Setzen die eben hier rein. So. Wir haben auch wieder Hunger und Durst. Beziehungsweise eher mehr Durst als Hunger. Und könnten den hier mal wieder auffüllen. So, wie voll ist der? 100. Dafür haben wir den hier jetzt leer. Ja, okay. Ist dann halt so. Werden wir aber auch schon überleben. Da müsste auch jetzt jeden Moment fertig sein. Ja, perfekt. Den werden wir noch brauchen. Bis wir hier uns irgendwann eine Siedlung aufbauen. Hier vorne irgendwo. Oder da. Muss ich mir überlegen. So. Erstmal die Stöcker. Nice. Und den hier nehmen wir auch noch. Ach. Wobei Ureinwohnern kommt jetzt gerade irgendwie keiner. He? Wir hatten vorhin irgendwann mal kurz geschrien in der letzten Folge, als wir wieder angedockt sind. Zu sehen sind sie jetzt wieder nicht. Aber es ist umso besser. Haben wir ein bisschen Ruhe. Weil jetzt haben wir noch nicht vor, Knochen zu farmen. Rüstung haben wir gut aufgestellt. Hier Knochen haben wir noch zwei Stück. So. Stöcke haben wir auch wieder. 10 auf Tasche. Wir haben ja aber auch noch hier Rehfell auf Tasche. Wir können eine Speertasche haben. Auch nicht schlecht. Wir haben ja hier noch einen Speer. Verbesserter Stock, hä? Mal schauen, dass wir vielleicht mal eine Sperrtasche machen. Nur die Frage, wo gibt es denn Wildschweine? Weil dafür brauchen wir ja Wildschweine. Da müssen wir noch hier ablagern. So, haben wir voll. Dann fahren wir wieder darüber. Bevor wir aber mit dem Turm bauen anfangen, den Bauplan haben wir ja da schon hingestellt quasi. Und bevor wir den Turm bauen anfangen, will ich zuallererst erstmal unsere Festung an sich fertig haben. Wir reißen den hier ab.
Und dann den. Und den hier. Ja, schön nah. So. So. So, jetzt brauchen wir noch ein paar Stöcker. Nice, haben wir voll. Ist voll. So, und der hier noch. Und den Fallen übrigens habe ich vor, eigentlich hauptsächlich eher diese Schlingfalle und das Ding hier zu benutzen, zu bauen. Wenn wir unser Dorf hier bauen. Die drei werde ich hier auf jeden Fall abreißen noch. Früher oder später. Aktuell lasse ich nie, die noch da, weil aktuell sind die hier noch praktisch. Aber zu einem späteren Zeitpunkt werde ich die definitiv noch abreißen. Wenn wir hier unsere Siedlung dann bauen. Was ich einmal überlegen bin, ist vielleicht die Siedlung von da bis hier rum zu bauen. Dann hier so einen kleinen Hafenbereich. Wisst ihr, was ich meine? Dass das alles dann Hafen ist. Wie so eine Großstadt, wisst ihr? Boah, lass mal hier eine Großstadt bauen. Die Ureinwohner werden nicht mehr wissen, was hier vor sich geht. Die werden sie denken so, Digga, was geht ab? Aber erstmal da oben fertig machen. Da wollen wir da hinten die Insel auch noch bebauen? Digga, wir werden die komplette. Wir werden aus der kompletten Insel eine hölzerne Großstadt bauen. Es wird wahnsinnig hier. Aber mit kompletter Hafenanlage und alles, das wär's. Boah, da freue ich mich eigentlich wirklich drauf. So, wir sind da. Wird wohl passen. Wird auch langsam dunkel. Also heißt das, wir können auch gleich und schlafen gehen, pennen gehen, damit auf der anderen Seite wieder Bäume nachwachsen. Wir nehmen den hier. Den Stapel.
macht am meisten Sinn, finde ich. Dachte schon, ich falle mit dem Holz ins Wasser. Und dann bauen wir da erstmal die Wand voll. Haben wir hier noch einen Schildkrötenpanzer? Nice. Ist aber schon dunkel. Komm, die schmeißen wir eben noch alle drauf. Und mit der Wand an. Macht auch am meisten Sinn, wenn wir gleich erstmal was essen, bevor wir pennen gehen, und dann legen wir uns pennen. Wir können auch hier eben gucken, ob da jetzt was gekommen ist. Nice. Und? Ah, okay. Aber wir haben hier jetzt noch irgendwas für Gesundheit wieder her. Kann gegessen werden, um die Ausdauer zu erhöhen. Nice. Kann zum Herstellen von anderen Objekten benutzt werden. Können wir damit herstellen. Energiemischung und noch Energiemischung plus. Wir haben Aloe Vera Samen gehabt. Stimmt. Die haben wir angepflanzt. So. Nice, letzte beiden hier oben. Dann gehen wir pennen. Dann gehen wir schlafen. Und die Wand ist auch fertig. Nice, dann ab nach unten mit uns. Und ab ins Bett. So, darüber. Und dabei. So, Licht können wir wieder ausmachen. So. Eben noch was snacken. Das auch eben gegen den Durst machen. Ja. Wir haben auch wieder drei Schädel, das ist auch gut. Das heißt, wir können wieder neue Lampen machen. Komm schon. Sind fertig. So. Und sind mal wieder lustig, wie der hier so hängt. Machen so. Yay. Die nehmen wir und den Stöcker.
Boah, stellt euch vor, wir bauen da hinten wirklich. Fangen an, eine Großstadt zu bauen. So mit richtiger Hafenanlage, so Innenstadt und allem. Ich muss jetzt schon bei dem Gedanken lachen, so weil jeder, der dann hier irgendwie mal gestrandet wird, so auftaucht, kommt erstmal in diese Großstadt und diese Ureinwohner, die kommen auf ihr ganzes Leben nicht mehr klar, diese Kannibalen. Ey, das werden wir machen, wir werden eine Großstadt hier bauen. Ich habe jetzt richtig Bock drauf. Allein weil das die Ureinwohner verstören könnte. Und ich habe ja eh einen Bautrieb. So. Nice, hier haben wir die Stöcker schon mal fertig. Sind nur noch die zwei dort oder vier. Und dann können wir unten wieder weiterbauen, was Stöcker angeht. Ja, den wollten wir fertig machen. Wir fangen mit der Wand an. Aber ja, ich habe jetzt irgendwie voll die geile Idee für die, also das als Challenge zu machen dann. Dass wir hier eine Großstadt bauen. Und jeder von euch kann wirklich dann mit dabei sein. Mal schauen, ob ich das auch mal irgendwie vielleicht mal auch auf Twitch streame und so weiter mit aufnehme. Wäre auch geil. Dann könnt ihr sogar live mit dabei sein. Müsste ich aber auch mal mit Twitch anfangen. Aber ansonsten, ihr seid dann immer auf YouTube mit dabei. Seid dann immer die Ersten, die das mitbekommen. Dann da hinten eine Großstadt baue. Nein, ich bin nicht wahnsinnig. Ich bin nicht verrückt. Ich wurde getestet. Den Baumstämme wieder. Wir rüsten den wieder auf. Dreimal laufen, dann wieder voll. Den dann noch fertig. Nice. Haben wir sogar noch eine kleine Zielscheibe, genau. Und den Rest dann unten verballern und stöckern. So.
Ja, das Hauptgebäude ist auch gleich fertig. Naja, obwohl, Holz wird nicht mehr reichen, was wir haben. Den, aber. Sieht schon verdammt nochmal nice aus. Hab den nur auf der falschen Seite. Aber egal. Sieht gut aus. Wenn wir die Stadt da hinten bauen, müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass die Türen alle richtig rumgebaut sind. So, dann können wir hier noch. Da hinten. Nur noch 301 Stöcker. Ey, wir sind bald fertig damit. Geil. So schon besser. Nio. Das heißt eigentlich im Grunde 10 Mal müssen wir noch, was Stöcker angeht, rüberfahren und Stöcker sammeln. Zehnmal noch Stöcker sammeln. Weil wir haben ja für 20 Stöcker Platz in diesem einen Dings da unten. Und 10 können wir bei uns auf Tasche tragen, also 30 haben wir. 10 Mal müssten wir darüber. Und dann haben wir den hier jetzt auch gleich schon fertig. Ich würde aber sagen, wir gehen eben noch mal was schnell essen. Und ein bisschen Essen warm machen. So, hier vorne. Weil wir sind ja schon wieder hungrig. Letztes Fleisch. Oh mein Gott. Hier haben wir 10. Davon haben wir nur noch 7. So. Ich habe so das Gefühl, hier fehlt uns noch jede Menge. Das wirkt mir. Das ist zwar schon relativ voll, aber wirkt auch ein bisschen so. Das ist leer. Richtig leer. So, da haben wir Armbrustbolzen. Hier dann haben wir 44. Boah, Münzen 4308. 496. Das hatte 4. Das hatte 2. Können wir Kassette 4 mal reintun? Welche haben wir noch? Und Kassette 1. 1, 2 und 4 haben wir. Okay. Wie viele Kassetten gibt es denn eigentlich in dem Spiel? Wisst ihr das? Mein Essen schon fertig? Oder ist er jetzt verbrannt? Er sieht verbrannt aus. Ah ne, ist doch nicht verbrannt. So. Aber ich sag schon mal vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.